Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Elbsdorfer Heide mit dem Tenzuko und mit dem Uwe. Hallo. 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 Der Paul wird uns noch später beglücken. Hoffentlich. Mal schauen. Wir werden sehen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zuletzt gemacht habe. Ne? Diese Woche ist immer so viel Zeit. Weißt du, keine Arbeit mehr hast? Ich bin auf der Boy, jetzt muss ich nachgucken. 68 unterwegs am Main. Hier könnte jemand zum Sammeln vorbeikommen. Ist der, Tenzuko ist, glaube ich, heute noch beschäftigt mit Containerfahren. Ah ja, sein Lieblingsbusiness. Genau. Munkelt man, ich weiß es nicht. Ich war wieder ein bisschen durch die Gegend. Hier steht noch ein Drescher auf der 15. Was hat's mit dem auf sich? Da war Paul beim Dreschen. Also ja, 15. Dann mache ich das kurz fertig, das ist nicht mehr viel. Genau. Ja. Genau, das macht man so. Erstmal Schneidwerk wegwerfen. Guck nur mal ganz kurz. Ach, guck mal hier, unser kleiner Fiat auf der 43 läuft auch. Okay. Wir haben diese Woche gar kein CP-Update draufgeworfen. Nee. Wahnsinn. Paul schafft. Aber dann ist das halt so. Dann ist es halt so. Okay, jetzt die blöde Frage, was hätten wir verpasst? Eigentlich tatsächlich immer was Interessantes, das hätten wir auch schon ausprobieren können. Haben ja bestimmt eine Mission mit Ballen irgendwo noch zur Verfügung. Ja, bestimmt. Und mit der Version, die gestern Abend, / heute Morgen rausgekommen ist, ist ein neuer Modus. Kennt bestimmt den Knopf Nummer 7 da unten, rechts von Feldarbeit. War ja immer Drescher fährt selbst abtanken, das machen wir jetzt anders. Und dann war der Button übrig. Und daraus haben wir jetzt automatisches Ballensammeln gemacht. Automatisch? Automatisch. Das heißt, du machst einen Kurs von einem Feld, wo du deine Ballen hast, zu einem Platz, wo du deine Ballen abstellen willst. Das geht auch rückwärts, dass du deinen Stapel aufbaust. Und wenn er beim Feld ankommt, sucht er sich automatisch die Ballen und sammelt die auf. Wie erkennt er die denn? Super. Indem er das Feld einmal scannt und weiß, wo die liegen. Funktioniert aber nicht mit Autoload. Nee, Autoload gibt's nicht, weil die ganz normalen Ballensammel-Trailer. Mhm. Stapel ausmachen. Müsste es nicht auch mit Autoload funktionieren, indem man einfach dran vorbeifährt? Ich glaube, er weiß nicht, wann er voll ist mit Autoload. Also es kommt das ist auf halt das die Autolog- Frage. Ja, es kommt jetzt ein bisschen auf das Autolog-Kreislauf an. Also, das normale Autolog, was wir so kennen, ist wirklich mit Paletten und allem drum und dran. Ja. Da müssten wir eine Schnittstelle zu haben. Die haben wir nicht. Es gibt, sind auch alle so ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. Es gibt Trailer, allerdings auch nur für Ballen, die haben in Anführungszeichen Autolog. Die benutzen das Giant Strip. Aber der Unterschied ist einfach nur, du hast eine Plattform, fährst am Ballen vorbei, der Ballen springt auf die Plattform, statt ihn mit einer Animation draufzusetzen. Da werden aber die ganzen gleichen Tasten benutzt, also Transportstellung, Arbeitsstellung, Abladen, hier abladen und so weiter und so fort. Die würden auch funktionieren. Problem ist natürlich nur, wenn du sagst, bei den Wagen, hier abladen, das ist auf der Plattform. So, das heißt, du müsstest dann in einem Trigger stehen, damit du von der Plattform auch runterwandern. Und wie kann ich mir das, also wie sage ich ihm denn, oder wie weiß er denn, wo er es hinbringen soll? Durch einen Kurs. Also du baust einen Kurs vom Feld zu deinem Ablageort. Aber das muss ja größer sein, oder? Also da würden ja so, einmal abladen reicht ja im Normalfall nicht. Und du musst schon Platz haben, wo du hinstellen willst, ja. Oder eben in einen Trigger rein, kannst du auch. Also wenn du jetzt ein Ballenlager hast, und du hast einen Trigger davor, dann lässt du ihn den Trigger abladen. Das ist auch kein Problem. Oh ja. So, die 15 ist fertig. Okay. Tatsächlich direkt noch eine Frage, Tenzuko, auch wenn du mich wahrscheinlich gleich lynchen wirst, ne? Aber ich vermute, der ein oder andere wird fragen, ob es eine Übersicht gibt, welche Ballenwegelchen das so macht, dass CP damit arbeitet. Habt ihr so eine Übersicht? Tatsächlich alle Ballenwagen, die ganz normal laden können. Also wirklich Ballensammelwagen. Das sind halt... Ich hab's tatsächlich eher auf die Autoload-Funktion gezogen, sorry. Nee, also offiziell, sag ich mal, Autoload-Ballenwagen
Es ist halt nie so gedacht gewesen. Okay, na, alles gut. Aber dann haben wir es ja auch direkt geklärt. Aber ich würde es einfach testen. Ja, wie gesagt, wenn du einen Trigger hast, der so hoch ist, dass er auf die Plattformhöhe kommt, dann werden die Ballen auch von der Plattform runtergezogen. Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du die Ballen auf der Plattform entlädst oder die richtigen Ballensammelwagen eben diesen Turm aufbauen. Ja, nee, so. Nee, alles gut. Du, ja? Wie gesagt, ne, ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere also wird mit Sicherheit fragen, welchen Autoload-Mod er jetzt verwenden könnte. Seiner funktionierte vielleicht damit nicht. Welche Version ist denn das, TensorCoon? Das ist die 42 oder die 43. Ich schau mal kurz. Ja, die 43 hast du uns gepostet. Genau, das ist die 43, ja. Nee. Zu den Autoload-Ballenwagen kann man sagen, also ich kenne im Mod Hub 2, das ist einmal einer von Top Ace, ein Ballensammelwagen-Set, oder ein Ballen-Autoload-Set, und das Roland-Paket, die Ballensammelwagen, die da drin ist. Okay. Und die sollten sogar auch auf der PlayStation funktionieren. Halt, oh, jetzt die Frage ab und ja, die Frage habe ich ab und zu mal im Discord gelesen, ob es Autoloadwagen für Ballen gibt, PlayStation. Ja, weil die einfach das Skript von Giants benutzen. Also, obwohl du keine Animation hast, musst du eben die Arbeitsstellung aktivieren und später auch das Abladen und die Abladen. Das ist einfach nur, es fehlt die Animation, ansonsten funktioniert die gleich. Okay, um mich gleich beliebt zu machen, wann kommt Autoload oder beziehungsweise CP für PlayStation? Fuck Giant. Gut, ich habe keine Ahnung, ob und wie das irgendwann mal machbar sein wird, das weiß ich. Wahrscheinlich nicht mehr in diesem LS. Bestimmt nicht, nein. War der Drescher unserer, ja, ne? Wenn du da einen John Deere-Drescher hast, John Deere, ja. Es ist grün, es hat einen Hirsch, es ist ein John Deere. Ja, dann schon. Das ist unserer, ja. So. Das Schneidwerk liegt echt unmotiviert da hinten drauf, aber es wird wohl so richtig sein. Ich glaube, wir haben immer noch nicht den Wagen getauscht, oder? Nee. Ist das immer noch so ein kleiner, relativ kleiner Wagen? Ja, so klein und schmal und ich weiß nicht, ob das der ist. Dann, ich vermute, das ist immer noch der Standard. Wer den neuen nicht draufgenommen? Doch, aber es hat ihn noch keiner getauscht. Wir waren letztes Mal alle so beschäftigt mit den Missionen und allen anderen, dass es keiner gemacht hat. Doch, ja. Also ich bin gerade auf die nächste Wiese gewandert. Ich würde jetzt hier einmal ringsrum alles abmähen. So, fahren wir da einfach mal drüber. Oh. Was denn? Ja, ich habe ein bisschen spät eingelenkt. Das Schneidwerk hinten liegt ein bisschen weit aus, sodass ich den Zaun mitgenommen habe. Völlig in Gedanken. Kann ich den Drescher erstmal in der Siedlerlage stehen lassen? Ja, ne? Bestimmt. Die Wege sind ja nicht weit, also von daher. Welches Feld war denn die 15? Ach, da wo du eben drauf warst, Werner, ne? Ja, genau. Ja, okay. Oben beim Händler. Und die müssen 24.000 Euro Einnahmenernte? Ja. Was haben wir denn verkauft? Die Sojabohnen von der 15. Und das Ding ist auch abgeschlossen. Da ist ja richtig was übergeblieben. Steht noch ein Container, ne? Ja. Dann hol ich gleich ab. Kannst du mir gerade nicht verkneifen, dahin zu laufen und zu gucken, ob da noch was drin ist. Nee, da ist nichts mit. Ja. Was brauchten wir? 430, oder? Für den Häcksler? Oh, stimmt, da wollte ich noch nachgucken. Wegen der Farbe, ne? Ja. Du hattest die Zuschauer gefragt. Wobei, Moment, ich bin mir gerade nicht sicher, war die Frage schon draußen oder kommt die erst morgen? Nee, die sollte eigentlich am... Ah, nee, die kommt heute Abend erst. Das ist jetzt schwierig für uns.
Ja, okay, dann können wir ihn halt noch nicht kaufen. Alles gut. Ich habe eine, hab eine Einschätzung von meinen Zuschauern, aber ich weiß es nicht genau. Ich habe auch eine Einschätzung. Er wird pink werden. Natürlich wird er pink werden, hallo? So. Wenn du schon so fragst, ne? Ja, man kann die Fragen immer so formulieren, dass es auch in die richtige Richtung geht, ne? Absolut. Ich habe einen LKW gefunden auf der 11 mit 97% Füllvolumen. Ich bringe den mal zu Agravis, ne? Sehr gerne. Klingt nach Mission, ja. Ja, ja, das ist der Case auf der Missionsfläche. Also ich merk erstmal, wie dankbar ich sein kann, dass ich auf dem Feldversuch die Volvo-LKW fahre, ne? Diese Standarddinger, die kannst du halt echt nicht nehmen. Wo muss ich jetzt hin? Sonst gibt es irgendwas Neues bei euch? Weltbewegendes? Oh, Weltbewegendes? Nö. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal drüber gesprochen hatten. Ich schaffe noch das ein Jahr Homeoffice voll zu machen. Ehrlich? Ja. März oder wann war das? Ja, bis Ende März sind wir jetzt ins Homeoffice weiterhin verbannt worden. Wie kann man sich das vorstellen? Bekommt ihr dann Schreiben oder? Es gab eine Unternehmensmitteilung, wo halt einfach drinsteht, ne, aufgrund der aktuellen Situation, alle, die nicht müssen, bleiben bis bitte Ende März weiter. Also vorher war ja Ende Februar und jetzt haben sie es einfach nochmal um 4 Wochen verlängert. Kann das sein, dass die immer den gleichen Zettel nehmen und einfach nur das Datum ausbessern? Ja, das ist so in etwa ist es. Ja. Es ist eine Unternehmens-E-Mail, die du kriegst, zur Kenntnis nimmst und denkst, jo, sowas dachte ich mir schon. Aber du hast es halt einfach, ich sag jetzt, wird schwarz auf weiß, weiß Bescheid, okay, darfst nicht. Bist du eigentlich noch sicher, dass die Firma steht? Ja, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Company noch steht. Ja, gut. Aber nur mal nachgucken, ne? Vielleicht haben die auch verkauft und sagen nur nichts. Nö, das hättest du gelesen. Achso. Ist alles gut. Ich bin auch schon ein paar Mal dran vorbeigefahren, also. Man sieht es. Also oben in den dritten Stock geguckt. Ach, hier ist mein Büro. Fenster ist noch nicht gekippt. Also tatsächlich, ich sitze in der 6. An meinem Büro bin ich noch nicht vorbeigefahren, aber an der Company. Also mein Büro liegt nicht direkt an der Company, aber erwarte jetzt mal nicht, dass dieser Riesenkomplex mit Büros plötzlich verschwunden ist. Eher nicht, nee. Tut mir gerade ein bisschen schwierig, eine Überleitung zu finden auf das heute erschienene RP-Projekt. Hast du doch gerade geschafft? Ja, aber dumm. Ja, so ich hätte tatsächlich jetzt aber auch keine hinbekommen. Man könnte es eleganter lösen, aber mir ist es per Du nicht eingefallen. Nee, du, aber ab und an muss man auch einfach mal einen harten Cut setzen, ja, oder? Das ist einfach so. Muss man auch bei... Siehst du, wir setzen jetzt einen harten Cut, so wie beim Schneiden im neuen RP-Projekt. Ja. Besser? Weiß ich nicht. Schwierig. Ah. Okay. Es ist nicht frisch gekocht, es ist mehr so aufgewärmt am nächsten Tag, weißt du? Ja. Aber wenn es lecker war, ist immer noch gut. Das stimmt. Darauf kann man sich einigen, glaube ich. Ja. Ich bin wirklich sehr gespannt auf das Feedback der Leute. Absolut, absolut. Also bin gespannt auf die nächste Aufnahmesession. Die erste war schon mal wie im Fluge wirklich an mir vorbeigezischt, muss ich gestehen. Schon krass. Bin mal gespannt, ohne jetzt spoilern zu wollen, wen man vielleicht so in der einen oder anderen Rolle hört. Raushört, ne? Es gibt ja vielleicht auch neue Stimmen. Altbekannte Stimmen auf neuen Positionen. Ich könnte jetzt spoilern und einfach das TS-Fenster in die Aufnahme reinschieben. Nein. Da unten sehe ich einen Idioten, Downturn, Rocket Noobs, weiß ich nicht, einen Snowboard, einen Armor, Wäre auch cool, ne? Kenn ich alle nicht. Ja, bist du zu jung für. Ja. Den Kids Club, den Raum, den kenne ich. Oh Mann. 81 gehört auch noch uns, Mist. Da ist Mist drauf? Ich bin nicht dran vorbeigefahren, deswegen Mist. Ach, Mist. Ach so, die kleine Wiese da, ja. Ja, ja. Was war denn jetzt noch? Also brauchst du noch Hilfe, oder? Also überall könnte geschwadet, gepresst, abgefahren werden, wenn ich das so sagen darf. Also ich bin gerade tatsächlich erstmal am Rummähen.
und rummähen. Aber klingt's besser? Ja. Was macht man denn mit dem Zeug? Wollen wir nicht vorbereiten für Kühe? Oder irgendwie sowas? Ach, jetzt macht Werner doch nicht schon wieder die Hoffnung, dass er irgendwann. Nein, das ist sowieso gestorben, die Idee. Aber, nee, ich denke mal gerade, wäre es vernünftiger, mit dem Häcksler das zu machen, nicht wieder mit Pressen und so weiter? Weil Schwarthäckseln wird ja auch gehen, glaube ich. Ja, mit dem Pickup kannst du das machen, aber den haben wir noch gar nicht. Ist er nicht doch, drauf? Wir haben doch ein Pickup. Ein Pickup haben wir. Ach so, du meinst mit dem Ladewagen einfach einsam. Ja, ich weiß nicht, irgendwie halt, also. Aber das Problem, also wenn, dann müsstest du richtig häckseln, auch die letzten Flächen, weil ich jetzt schon die 68, die 79 und jetzt gerade auf der 81 angefangen habe und natürlich keine Schwartablage habe bei unserem Mähwerk. Aber wir haben doch einen Schwader, oder? Ja, einen Schwader haben wir. Ja, dann lass einmal drüber juckeln und dann können wir häckseln. Ja, können wir gerne machen. Wenn das euch genehm ist. Sehr gerne. Ich glaube, Tensuko ist strikt dagegen, aber kommt nicht zu Wort. Nein, dagegen nicht. Ich bin nur gerade. Ach ja, da haben wir einen. Stimmt. Was ist denn der Schwierigkeit? Ich frage nur beim freundlichen Bäcker Banker um die Ecke an, ob er uns vielleicht nochmal 5000 Euro Kurzzeitkredit gibt. 5000 wird er uns bestimmt geben. Er hat aber eine Bearbeitungszeit. Ja. Von leider 2 Tagen. Okay. Das heißt, wir sehen uns am Mittwoch wieder und dann ist die Kohle da. Sehr gut. Siehst du? Das war die Überleitung. Liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns wieder am Mittwoch 18 Uhr zu einer weiteren Folge hier auf der Apps of Heide. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.